Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mobile Check. Heute ein kurzes Unboxing vom OnePlus One. Ihr habt richtig gehört. Viele wollen es, wenige bekommen es, zumindest aktuell noch. Ich habe eins hier. Wie gesagt, erstmal nur ein kleines Unboxing. Das Ganze kommt in zwei Kartons. Einmal das kleine mit dem Charger, das ist im Aufladegerät. Das ist immer hier abgebildet, aber das ist leider die chinesische Version, die abgebildet ist. Drin ist die europäische. Dieses sieht so aus. Mein kleines Detail. Überall findet man das OnePlus. Der Karton ist leicht angeraut. Fühlt sich sehr hochwertig an. Fährt mir hier raus. Und zum Vorschein kommt die europäische Version des Netzsteckers. Dieser sieht so aus. Das hier ist eine Folie. Keine Angst, das könnt ihr abziehen. Dann sieht das alles ein wenig schöner aus. Nehmen wir das Ganze wieder rein. Und kommt zum Wichtigeren. Das hier ist die Verpackung. Hier haben wir eine kleine Lasche zum Rausziehen. Das tun wir jetzt auch. So. Wieder schön zu sehen, überall das OnePlus-Logo. Das hier ist diese Schachtel. Hinten drauf noch ein paar Daten, wie Sandstone Black, 64 GB. Die globale Version, das heißt, das ist die Version mit Cyanogen, wie auch immer ihr es aussprechen wollt, da scheiden sich die Geister. Einmal aufklappen und zum Vorschein kommt gleich mal das Gerät. Das machen wir jetzt erstmal raus. Auch hierfür gibt es eine Lasche. Anheben und auf die Seite legen. Was haben wir noch? Auch wieder OnePlus-Logo, wie überall. Das legen wir hier weg. Und zum Vorschein kommt einmal das hier. Was ist das? Das hier ist das Tool, um die SIM-Karte zu entfernen. Ich kann das kurz mal hier groß zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sieht irgendwie wie eine Art Smiley aus, wenn ihr mich fragt. Und das hier ist dafür, um es an den Schlüsselbund zu hängen, falls ihr jetzt öfters mal eure SIM-Karte wechseln müsst. Auch hier mal wieder das OnePlus-Logo. Legen wir auch mal weg. Hier haben wir das LAN-Kabel bzw. Datenkabel. Das sieht so aus, ist ein Flachbandkabel. Sehr schön verarbeitet. Fühlt sich auch gut an. Und Flachband ist dafür, dass es nicht leicht verhudelt. Hier ein kleiner USB. Sieht seltsam aus, passt aber nicht in den USB-Anschluss. Und hier haben wir Micro-USB, wieder mit OnePlus-Logo. Eine Lasche zum Öffnen, ich kann das gleich mal machen. Dann sieht das Ganze so aus. Aber es riecht sehr unangenehm. Aber ja, es gibt Wichtigeres. Auch das auf die Seite. Und hier sollte eigentlich noch ein Benutzerhandbuch beiliegen. Aber bei mir lag keins dabei. Und wie ich gelesen habe, auch bei keinem anderen. Weiß nicht wieso, aber ist auch nicht so wichtig, wenn mich fragt. Diese Klappe wieder zu. Und auf die Seite. Und schauen uns kurz mal das Gerät an, wie das im ersten Moment aussieht. Das sieht so aus. Keine Sorge, die Blasen sind bei euch wahrscheinlich nicht drauf, denn die Folie war schon mal weg. Das ist nur, um es euch zu zeigen. Entfernen wir diese mal und sehen das Gerät. Das sieht jetzt so aus. Ich kann euch gleich mal eine kurze Rundführung hier geben. Das ist von oben. 3,5 mm Klinken, Mikrofon, SIM-Port, laut leiser Lautstärkewippe, ein Lautsprecher, zwei Lautsprecher, das ist kein Stereo, aber Dual-Lautsprecher, noch ein Mikrofon, Micro-USB, An- und Aus, Leave- und Wake-Button. Auf der Rückseite haben wir die 13-Megapixel-Kamera, Dual-LED, kein True-Tone, also keine verschiedenen Töne, sondern nur Dual-LED. Hier nochmal ein Mikrofon, OnePlus-Logo, Cyanogen, ein paar Daten. Und das hier ist die Sandstone Black-Variante. Ihr seht, dies ist nicht ganz schwarz und ist leicht angeraut. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und es fühlt sich wirklich grandios an, wenn mich fragt. Sehr, sehr hochwertig. Und sowas gab es bisher noch nicht. Also ich hatte sowas noch nicht vorher in der Hand. Die Verarbeitung ist auch wirklich so ziemlich perfekt.
Spaltmaß und sonstiges gibt es nirgends. Alles ist wirklich bombenfest. Und die Struktur ist wirklich was Besonderes. So, ich kann es nochmal kurz einschalten und kommen wir so langsam auch zum Ende. Powered by Android. Ihr kennt das alles. Ja, so viel zum Unboxing und wir sehen uns dann wieder.